Hallo meine lieben Schätzleins und alle, die so nicht genannt werden möchten. Ja, wie ihr seht, ich habe mir die Haare kurz rasiert, der Bart ist ab. Natürlich nicht. Ich bin der Daniel. Der ein oder andere von euch hat sich ein Video mit mir nochmal gewünscht. Ich wurde tatsächlich häufiger von euch nochmal angeschrieben, auf Instagram oder am Watch-Event angesprochen oder sonst was, wo ich dann gefragt wurde, warum machst du denn keine Videos mehr? Und ich habe mir dann überlegt, keine Ahnung. Ach, manchmal ist der stressige Arbeitsalltag dann irgendwie, nimmt der dann doch überhand und dann kommt man nicht dazu. Aber ich habe natürlich immer noch Spaß daran, Videos zu drehen und dementsprechend stelle ich euch heute die Uhren im UR-Luxury Shop vor. Also es ist wieder ein Ich verkaufe diese Uhren oder wir verkaufen diese Uhren, das ist jetzt Auslegungssache. Aber fangen wir direkt an. Wobei, eine Sache wollte ich noch mal erwähnen und zwar, ihr schickt uns immer super viele tolle Uhren über das Ankaufsformular und das finden wir auch richtig toll. Schickt uns gerne weitere Uhren, die ihr womöglich verkaufen möchtet. Unten der erste Link, da ist der Link zu UR-Luxury, da gibt es einen kleinen Button, der heißt Uhr verkaufen und da klickt ihr drauf, füllt das Formular aus und wenn ihr ganz unten ankommt, ist ein Feld, das steht irgendwie Nachricht oder so. Da könnt ihr uns irgendwie noch was dazu schreiben, wenn ihr noch irgendwas habt, was ihr noch erwähnen möchtet. Hier ist ganz wichtig, wenn ihr da Enter drückt, schickt ihr das ab. Ich kriege immer Nachrichten mit. Hallo zusammen, Komma, Ende. Weil das halt eben die Leerzeile da noch leider nicht funktioniert. Oder die Enter-Taste, dass da halt eben eine Zeile freigelassen wird. Deswegen, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt, schreibt die einfach durch. Macht keine Enter-Taste. Drückt keine Enter-Taste. So, fangen wir an. Ich kann euch die Uhren leider nicht hier in der Kamera gerade zeigen, aber ihr seht die Aufnahmen ja im Hintergrund. Liegt einfach daran, dass wir die Uhren natürlich im Bankschließfach haben, weil ihr werdet jetzt sehen, da ist auch die ein oder andere etwas teurere Uhr dabei. Etwas, in Anführungsstrichen. Und genau da haben wir die Uhren immer ganz, ganz schnell wieder im Schließfach, damit wir die nicht im Büro liegen haben. Und ich fange auch direkt mit der teuersten an. Ihr seht vielleicht, ich gucke manchmal so ein bisschen nach rechts, da liegt nämlich das Laptop, wo ich alle Infos abschaue. Nicht, dass ich die Texte vorlese, aber da habe ich meine Infos drauf. Und zwar zuallererst fangen wir an mit einer Uhr. Und diese Uhr ist eine Wucht, die Vacheron Constantin Overseas Chrono in Blau. Und was für ein Blau. Denn dieses Blau, also das habe ich, ich sehe wirklich viele, viele Uhren. Ich sehe jeden Tag viele Uhren. Aber dieses Blau, boah. Also ich hoffe, ich kriege euch das irgendwie auf der, mit der Kamera eingefangen. Aber dieses Blau ist so extremst schön. Das ist so ein Meeresblau. Wenn da das Licht drauf fällt, da strahlt einem diese Farbe fast schon entgegen. Das ist so ein ganz kontrastreiches Zifferblatt. Es sieht wirklich unglaublich schön aus. Darüber hinaus kommt natürlich ein super, super schönes Werk. Das sieht man dann hinten durch den Glasboden. Und allgemein zur Uhr, die Uhr ist ungetragen. Die Uhr ist aus dem Jahre 2021, 42,5 mm im Durchmesser und ungetragen. Der Preis der Uhr liegt ungefähr in der Regel so bei 62.000, 61.000. Man kriegt sie vielleicht auch schon mal für 60.000. Wir bieten sie für 59.000 € an. Aber weitere Infos findet ihr sowieso nochmal unten in der Beschreibung. Einfach auf den Link zur Uhr klicken. Da ist ein Bitly-Link bzw. ein Urli, wie wir ihn nennen, Link. Und da kommt ihr direkt zur Uhr im Shop. So, von der teuersten Uhr geht es auch direkt zur günstigsten Uhr und das ist eine TAG Heuer Aquaracer in einer limitierten Edition. Und zwar das ist eine Uhr, die zusammen mit dem Golden Gate Yacht Club entwickelt wurde. Der Name der Uhr ist Team USA. Für 2.990 € kriegt ihr hier eine super sportliche Uhr, die aber wirklich was für Brecherhandgelenke ist. Also 44 mm. Gefühlt eher 45 mm, also die ist schon für große Handgelenke. Ich kann die Uhr nicht mal angucken, also die könnte ich mir vielleicht um den Hals wickeln oder so, aber mehr ist da tatsächlich auch nicht drin. Das ist eine Uhr, die muss man tragen können. Wer sie aber tragen kann, sollte mit 2.990 € absolut nichts verkehrt machen. Ist eine limitierte Auflage, gibt es nicht mehr, dementsprechend ist das womöglich eine coole Sache. Apropos große Handgelenke, große Uhren, wir bleiben beim Thema, diese Überleitungen sind heute super. Der Breitling Super Chronomat 44, den haben wir jetzt auch im Angebot. Auch wieder eine Uhr, die Personen wie mein Vater tragen können, ich auch wieder nicht. Es ist aber eine wirklich super schöne Uhr, kommt am Kautschukband, Rot-Gold-Gehäuse, auch nicht beschichtet, sondern wirklich Rot-Gold, Vollgold, Massivgold, wie man will. Das Chocolate-Blatt, also dieses bräunlich-beige Zifferblatt, sieht auch sehr, sehr schön aus, ein Sonnenschliff. Und angeboten wird sie für 16.900 €. Ja, dann geht es weiter zu einer IWC Portugieser 7 Days. Ich bin tatsächlich kein Riesenfan von IWC. Also es gibt ein paar super schöne Uhren, aber das ist als solches wurde ich mit der Marke noch nicht wirklich warm. Aber diese Uhr finde ich echt genial, zumal man sich überlegt, dass wir für 8.000 € eine Uhr anbieten mit einer Komplikation, denn sie hat eine Gangreservenanzeige und die ist nun mal nichts anderes als eine Komplikation. Außerdem 7 Tage Gangreserve spricht auch alle Male für das Werk. Und naja, wo kriegt man großartig Komplikationen für den Preis? Also klar gibt es, ist aber auch eher selten der Fall. Die Uhr ist 42,3 mm im Durchmesser. Grüße gehen raus an den Kollegen bei IWC, der diese 0,3 cm noch mit dahingeschrieben hat. Ich weiß nicht, warum man das tut. Ich glaube, darauf kommt es tatsächlich nicht an. Aber jetzt wissen wir es genauer. Stammt aus dem Jahre 2017, natürlich im Fullset. Mehr gibt es, glaube ich, zu der Uhr nicht zu sagen. Es ist wirklich eine tolle Uhr. Und mit dieser Uhr wurde ich tatsächlich ein wenig warm mit IWC. Und zu guter Letzt 2 Hublot-Modelle, die doch sehr besonders sind. Fangen wir an mit der Big Bang Ferrari. Diese ist allein deswegen besonders, weil sie zum einen auf 1000 Stück limitiert ist. Gut, es ist bei Hublot natürlich häufiger der Fall, dass die Uhren limitiert werden, aber es wird vermutlich keine Ferrari Hublot irgendwann mehr geben. Denn Hublot hat, wie viele von euch wissen, dieses Jahr die Kooperation mit Ferrari beendet. Dementsprechend wird das vermutlich die letzte Hublot oder einer der letzten Hublot-Ferrari-Uhren sein, die jemals gebaut wurden. Sehr interessanter Fakt, vielleicht für Sammler, ich weiß nicht, vielleicht ist der ein oder andere von euch hier Ferrari-Fan, dann wäre es natürlich umso besser, wenn dieser vielleicht demnächst auch diese Ferrari-Hublot seinen eigen nennen könnte. Aber auch für alle anderen ist eine sehr coole Uhr mit dem Ferrari-Logo auf der linken Seite, rechts die gelbe Datumscheibe. Ist wirklich eine coole Uhr und ja, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Kommt mit 2 Bändern, einem schwarzen Band mit orangenen Nähten. Natürlich wird aber auch ein Ferrari-rotes Band dazu geliefert. Ich meine, anders könnte es ja nicht sein. Ja, und dann kommen wir zur allerletzten Uhr, die mein persönliches, mit der Vacheron Constantin mein persönliches Highlight ist. Und das ist eine Hublot Big Bang All Black mit demselben schwarz-orangenen Lederband. Und, weil darauf möchte ich jetzt gar nicht so eingehen, weil dieses Band, es ist schön, es ist sehr simpel, aber das weitere Band, das zweite Band, was wir liefern, ist der absolute Hammer an dieser Uhr. Es geht um ein knallrotes Kautschukband und dadurch, dass es natürlich Kautschuk ist, kommt diese rote Farbe natürlich noch mehr zum Vorschein als jetzt bei einem Lederband, und das an der komplett schwarzen Uhr ist einfach nur eine Farbkombination, die sieht einfach so cool aus, weil die Uhr selber komplett schwarz ist, komplett schlicht gehalten ist. Jetzt farbtechnisch, die Uhr als solches ist natürlich nicht schlicht gehalten, aber die alles schön schwarz und dunkel, und dann kommt da so ein knallrotes Kautschukband dran. Es sieht wirklich genial aus. Alle Menschen, die die Farbe Rot mögen, vielleicht auch Hublot mögen, guckt euch diese Uhr an. Guckt euch einfach, selbst wenn ihr die Uhr nicht kaufen möchtet, guckt euch die Bilder im Shop an. Oder schaut, ich meine, ihr seht es ja jetzt auch hier im Hintergrund. Sieht das nicht genial aus? Also vielleicht bin ich auch einfach geschmacksverkehrt, aber ich finde es der Hammer. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu den Uhren zu sagen, wenn ihr Interesse an einer Uhr habt. Viele von euch werden die Erfahrung schon gemacht haben, wenn ihr uns eine Mail schreibt. Es kommt zeitweise auch sonntags noch eine Mail zurück, zeitweise 10 Minuten später. Manchmal geht auch die eine oder andere Mail unter, das tut uns dann wirklich super leid. Manchmal müsst ihr aber auch schauen, gerade bei der neuen UR-Luxury-Mail, das ist die shop@urluxury.com, passiert es, dass unsere Mails im Spam-Ordner landen. Ich kann euch tatsächlich nicht sagen, warum. Wir arbeiten auch dran, aber es ist nun mal so. Das heißt, wenn ihr mal keine Antwort kriegt, einfach noch ein zweites Mal schreiben, hey, hier, ich habe eine Nachricht geschrieben, könnte ich bitte eine Antwort kriegen? Bitte nicht vergessen. Und dann antworten wir euch schnellstmöglich. Und ansonsten grundsätzlich sehr gerne immer eine Telefonnummer mit angeben bei Anliegen, Anfragen, was auch immer. Dann können wir euch zeitweise auch direkt anrufen. Und ja, ich glaube, dann habe ich alles abgehakt, was ich sagen wollte. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr fandet meine Visage hier im Video auch in Ordnung, auch wenn ich nicht der Uhrenratgeber Original bin. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mich öfters nochmal vor der Kamera sehen wollt. Bis dahin. Ciao, ciao.